So, Kuh Nummer 916 hat ein Kuhkalb geboren, heute Morgen, der 29. April. Ja, ich begrüße ganz herzlich auf meinem Kanal einen schönen guten Tag. Und was gibt es Schöneres als einen guten Tag zu wünschen und ein Kalb, ein frisch geborenes Kalb zu sehen. Ja, es wurde vor kurzem geboren. Ich denke, es ist noch nicht so lange her. Ein Kuhkalb, ja. Und es steht. Gut. Der Bauerhaus hat Freude. Die Kuh ist besorgt, wenn ich dabei in der Nähe des Kalbes bin. Aber wenigstens ist so viel Vertrauen da. Ich habe das Kalb in der Weide geholt und hierher gebracht. Also so leicht gestoßen und die Kuh ist mir gefolgt. Ich habe vor Jahren schon andere Sachen erlebt, als ich weniger bei meinen Kühen war. Die haben mich attackiert. Aber so viel Vertrauen konnten wir in den letzten Jahren aufbauen mit unseren Tieren. Sie akzeptieren auch, wenn ich das Kalb berühre. Ich muss ja dann auch die Ohrmarke reindrücken. Ja, gut gemacht. Ganz gut gemacht. Das ist das letzte Kalb, das da geboren wurde. Ja, jetzt kann dann der Stier definitiv kommen. Schön, freut mich. Ja, zur besseren Beobachtung werde ich das Kalb und die Kuh im Korall eingesperrt lassen, vielleicht 2 Tage lang. Dann sieht man, säuft es, ist alles in Ordnung. So, jetzt ist halb 8 Uhr Morgenessen. Ja, die Gemeinde Kirchberg hat bei mir parkiert. Da muss wohl was gehen. Mal schauen. Da wird die Straße auf die Seite das Gras weggehauen, denke ich. Ja, gute Sache, da wird meine Straße wieder ein bisschen breiter. Ist immer ein Problem, Kreuzen mit Autotraktor ist zu schmal. Und wenn da Gras reinwächst, wird sie da immer wie schmäler. So, Donnerstagabend, 18 Uhr, wieder auf dem Zuckerrübenfeld und dem Zwiebelfeld. Und Schwäbisch Gust hat mich da was gefragt. Jetzt muss ich da noch schnell Noma filmen. Die ist da vorhin herumgerannt, die verrückt, aber jetzt ist nichts mehr. Da spurtet sie. Sie hat wohl Bewegungsdrang da, die Noma. Ja, ja, ja. Schwäbisch Gust hat mich da gefragt. Ja, was hat er mich gefragt? Ob ich ihm das Zwiebelfeld zeigen könnte. Und jetzt stehe ich da auf dem Zwiebelfeld und jetzt gibt es einen kurzen Blick. Hier, man sieht die Reihen schwach. Und jetzt gehen wir da hinab. Und wo sind sie da, die Zwiebeln? Hier ist eine. Hier, hier. Hier, mein Finger, hier. 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 Das ist eine Doppelreihe. Das sind 2 Reihen hier gesät. Immer 2 Reihen zusammen. Und dann gibt es ein Beet von hier bis hier, ein Beet von 1,50 Meter ungefähr.
Ja, und da ist doch noch was. Der Hans Binz hat mir geschrieben, wegen der Abstimmung Trinkwasser-Pestizid-Initiative am 13. Juni sollte ich mich zurückhalten mit Filmen, wenn ich spritze. Aber es ist die Tatsache. Wir müssen Unkrautbekämpfung machen. Oder wer schickt mir 20 Personen während, ich würde sagen, 3x5 Tage 170 Ahren Zuckerrüben hacken. Unkrautbekämpfung, und zwar bis in den Spätherbst rein. Man kann schon durch die Reihe hacken, aber dann wird es schwierig. Oder wer hält mir meine Zwiebeln unkrautfrei? Ist praktisch nicht möglich. Darum, wenn ihr am 13. Juni Ja stimmt, werdet ihr Zwiebeln nicht mehr aus der Schweiz bekommen. Zucker auch nicht mehr aus der Schweiz. Raps auch nicht mehr aus der Schweiz. Was es noch geben wird, ist Gras, Milch, Fleisch. Kartoffeln gibt es auch nicht mehr viele. Das noch schnell zur Abstimmung. 13. Juni, absolute Katastrophenabstimmung. Ja. Ja, die Zwiebeln kommen schön. Gefällt mir. Und da zur Unkrautbekämpfung haben wir eine Unkrautbekämpfung gemacht mit Stomp Aqua im Vorauflauf. Und sie präsentieren sich noch ziemlich unkrautfrei. Was ich auch gemacht habe, ist, das ist ja nicht gepflügt, pfluglos, und ich habe vorher mehrmals flach gehackt. Warum habe ich das gemacht? Um das aufgelaufene Unkraut zu bekämpfen. Das genau gleiche habe ich bei meinem Kürbisfeld gemacht. Gestern schnell mit dem Güttler darüber gefahren, um das Unkraut zu bekämpfen. Speziell für dich, Hans Bienz. Wenn du meinen Beitrag kritisierst, musst du den ersten Teil des Beitrags ja auch sehen. Da habe ich Unkrautbekämpfung mit dem Güttler gemacht. Also, beide Varianten sind gut, aber nur eine Variante. Ohne chemische Unkrautbekämpfung ist nichts gut. Funktioniert nicht. Gibt keine Nahrung mehr in der Schweiz. Die paar Bio-Zwiebeln, die es gibt, die reichen gerade, um ein paar Leute mit Zwiebeln zu versorgen, aber nicht 8 Millionen Menschen. Genau gleich mit Zucker und Raps. Aber ich hoffe, die Vernunft der Konsumenten wird siegen. Ich denke, es wird Bach abgehen. Ja, und da war noch eine andere Frage. Landwirtschaft im Seeland. Was der Unterschied ist zwischen Güttler und dem Saphir-Grupper. Der Güttler eignet sich sehr gut für ganz flache Bearbeitung. Und er hat noch eine Nachlaufwalze, wenn du die eine willst. Und ist nur 3 Meter breit. Der Saphir ist 5 Meter breit. Und eignet sich mit Nachl mit Krümmler hinten besser für Überecken vor der Saat oder ein bisschen tiefere Bearbeitung. Und ja, manchmal nehme ich einfach den Saphir auch, weil er bei mir steht und der Güttler steht beim Kollegen in Kirchberg. Da muss ich noch nach Kirchberg fahren. Also kurz gesagt, Güttler ist mehr für Unkrautbekämpfung, flaches Hacken. Und der Saphir ist auch für Unkrautbekämpfung, schnell bearbeiten. Eine Hektare ist da mit 5 Meter Breite schnell bearbeitet. Und man kann auch ein Saatbett herrichten, wenn man will, mit dem Saphir. Mit dem Güttler denke ich eher weniger geeignet. Ja, da ist doch einmal eine Frage von Martin Stamm. Wie ich zufrieden bin mit der Güttler Simplex-Walze, die hinten angebaut ist. Also, ich denke, arbeitet gut, wenn man sie benötigt. Gibt wieder Bodenschluss und
Ja. Was ich weniger gut finde, ist, wenn man sie anheben will, ist es ein bisschen ein Provisorium. Ich habe zwei Stützfüße. Es gibt dazu zwei Stützfüße und die musst du hinablassen und dann kannst du den ja, hochheben, die Walze. Ja, ein bisschen kompliziert, finde ich, weniger gut. Vielleicht ist das System ja jetzt verbessert worden von der Firma Güttler, dass man die Walze dann einfacher oder besser anheben kann. Ja, weil manchmal, wenn du im Stoppelfeld fährst, ganz flach hackst, gegen Unkraut aushacken, willst du ja hinten nicht mehr walzen. Da muss die Walze gehoben sein. Also, jetzt ist auch Feierabend für Bauerhausi. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao ciao. Danke fürs Zuschauen. Ciao ciao.